Hey guys, euer Endsmash wieder hier am Drücker mit einer, sagen wir mal in Anführungszeichen, neuen Aufnahme von Mario Kart Wii Custom Track on Bricks Revolution, weil wir das hier schon mehr oder weniger zum dritten Mal aufnehmen und ich mache keine Gefangenen, wenn es diesmal wieder nicht funktionieren sollte. Und außerdem tut mir das für meinen Gastkommentator leid. Ja, zum dritten Mal bin ich jetzt gezwungen, das hier zu machen und es ist schon ganz schön hart, aber wir gehen ja das einfach mal an. Es tut mir leid, Rüdiger. Ist schon okay. Ich weiß, dass du mich quälen willst. Und, hey, dann ist es halt so. Ich kann mir diesmal gar keinen Charakter aussuchen, sogar die Freunde. Nein, diesmal nicht. Ich habe ja gesagt, dass wir das schon wieder, was heißt schon wieder, dass wir es jetzt mehr oder weniger zum dritten Mal aufnehmen. Dieses dritte Mal aufnehmen hat jetzt leider dafür gesorgt, dass wir diesen, beziehungsweise die nächsten zwei Parts nachkommentieren müssen. Ah. Und Rüdiger hat sich damals Baby Luigi rausgesucht. Ja, der ist goldig. Ich mag den. So, wir haben hier zwei neue Cups, den Thunder Lightning Mushroom, keine Ahnung. Den gibt's gar nicht. Den gibt's nicht, genau. Hat sich irgendeiner ausgedacht, aber wäre ein interessantes Item, glaube ich. Oh ja. Mario mit Blitzpower, das hätte was. Du wirst groß und tust noch irgendwas mit Blitzen machen, keine Ahnung. Ja. Und eben noch die Super-Eichel, die haben wir da oben rechts noch. Die kennen wir wiederum. Die kennen wir sehr gut, ja. Oh ja. So. Ist jetzt halt ein bisschen blöd, weil wir jetzt hier keine wirkliche Live-Reaction zu den kommenden Geschehnissen haben werden, aber vielleicht können wir dann dadurch ein bisschen mehr auf die Strecke gehen. Ich weiß, das ist das Gute, wenn man in mein Alter kommt, man vergisst alles wieder. Und deswegen werde ich mit ziemlicher Sicherheit wieder völlig überrascht sein, wenn ich erstmal diese ganze Strecke hier sehe. Ja, dann hat dein fortgeschrittenes Alter ja doch seine Vorteile. Eben, na, das möchte ich doch meinen. Ja, das Blitz-Item. Wäre eigentlich praktisch, wenn so die Fahrer zu schnell fahren, dann kann man sie blitzen. Und dann kriegen sie Bußgeld. Ja, erstmal hier Punkte im Mushroom Kingdom. Genau. Ja, Punkte sollen sie ja eigentlich nicht sammeln, weil wir wollen ja Punkte sammeln. Ja, wir wollen ja die Punkte im Mushroom Kingdom. So, und die erste Strecke ist das Musical Cliff. Oh, das wird musikalisch hier. Ja, ob das keine Katzenmusik gibt? Ja, könnte ja sein. Oh, da haben wir wieder die Hafen, die fand ich besonders schön. Also, ach, an die erinnerst du dich also? Ja, warum erinnere ich mich eigentlich daran? Aber ich glaube, weil es das einzige Instrument war, was hier vorkam. So, und keine Ahnung, warum ich da Pause gedrückt habe. Ich glaube, schöne Steuerungsoption. Ah, ich glaube, weil das der Moment war, wo ich Probleme hatte. Ja, genau, das war das, wo ich dich nicht mehr verstanden habe. Wo wir eben drüber gesprochen haben, dass du gesagt hast, dass ich mich irgendwie bei dir langsamer anhöre. Und das war so einer der ausschlaggebenden Punkte, warum die Aufnahme für die Tonne war. Genau. Aber ich mag persönlich sehr dieses Standbild vom Wii Wheel, muss ich sagen. Also ich mag das Wii Wheel. Mit dem du überhaupt nicht umgehen kannst. Mit dem ich überhaupt nicht umgehen kann. Aber trotzdem cool, dass es sowas gab. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche oder viele Leute immer noch Probleme damit haben. Als ich mir Mario Kart Wii damals geholt habe, habe ich gleich sofort zack hier mit dem Lenkrad gesteuert und no problem. Ich habe am Anfang auch nur mit Lenkrad gesteuert und habe irgendwie die ersten Cups, aber ich bin damit tatsächlich nicht warm geworden. Das ist wie mit Star Fox Zero. Ich war ja gut in Star Fox Zero. Überhaupt kein Problem. Aber es hat mir nicht so gefallen. Also es hat mir nicht so gefallen, wie ich das steuern musste. Nach wie vor nicht. Ich hätte mir nach wie vor, ich glaube, wenn ich einen Controller gehabt hätte, eine richtige Control-Stick-Steuerung, hätte ich mich wohler gefühlt, einfach. Es haben einfach die Optionen gefehlt. Genau. Und das ist halt, das ist das, also das ist bei Mario Kart Wii dasselbe. So an sich, ja, irgendwann lernst du schon mit dem Wii Wheel umzugehen, aber es macht keinen Spaß. Und wenn es keinen Spaß macht, dann, es fühlte sich nicht richtig an für mich. Und dann habe ich es halt auch schnell wieder verlernt. Das habe ich dann damals bei Keanus Livestream festgestellt. Damals war ich mal bei ihm gewesen und dann hat er mir das Wii Wheel gegeben, glaube ich. Bin ich überhaupt nicht klargekommen auf einmal mehr. Und bin auch seitdem nie wieder reingekommen. Das war wirklich nur 2008, wo ich es dann halbwegs drauf hatte. Das ist echt schade. Ja. So, wir haben da eben gesehen ein Schloss, aus dem Feuerbälle geschossen kommen. Keine Ahnung. Warum ist Peach so aggro? Ja, wobei finde ich es ja gar nicht Peach. Hier, diese Kaffeebecher, das war ja auch so ein Thema, was wir da hatten. Stimmt.
Das sind doch eindeutig Kaffeebecher. Wir wussten nicht, was soll das darstellen. Das sah für uns einfach aus wie so laufende Kaffeebecher mit Gesicht. Genau. Genau wie die Bienen. Da waren noch diese Bienen mit. Bienen mit Schnurrwärter hatten mit wir auch noch. Aber ob dieser Kaffeebecher irgendwas Instrumentalisches eine Bedeutung hat, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber dann haben wir ja festgestellt, diese Dinger, da sind Glocken. Das sind Glocken. Genau. Es sah halt erst wirklich so aus wie so Bienen, weil sie waren halt gelb und dieser Schnurrbart hat so diesen schwarzen Streifen gehabt. Dann auch diese Flügel. Es sah halt aus wie so ganz komisch aussehende Bienen. Das stimmt. Hui. So, da haben wir wieder das Akro-Schloss. Ja. Aus dem sogar solche... Wie nennt man das, diese Zeilen, wo die Noten drauf geschrieben sind? Eine Klaviatur? Hätten wir das so? Ich frag dich, Rüdiger, ich bin total unmusikalisch. Ich auch, deswegen. Ich kann keine einzige Note mehr lesen, tatsächlich. Also. Naja, auf jeden Fall mal ein sehr interessantes Thema, so eine Strecke zu machen mit solch... Wie soll ich denn sagen? Es wirkt halt eher wie eine normale Strecke, also halt im Klippenbereich und so weiter, aber trotzdem solche Musikelemente einzubauen. Also wirklich eine hübsche Strecke auf jeden Fall. Und keine Ahnung, was ich da jetzt... Also, ja, da wollten wir uns die... Genau. Genau. Ah, da haben wir uns die Glöckchen angeguckt. Glocken mit Schnauzbart oder fetten Augenbrauen, je nachdem. Dann hast du Rock Lee gesagt, weil ich fette Augenbrauen erwähnt hatte. Genau, ja, Rock Lee ist der Geilste. So, hätten wir das auch wieder. Ich habe gerade mal so nebenbei so ein bisschen gegoogelt. Also, wenn du nur die Linien meinst, das nennt sich anscheinend Notensystem. Okay. Stand da so. Den Begriff hätte ich überhaupt nicht mehr gewusst. Ich kenne nur das Periodensystem aus dem Chemie-Physikunterricht. Ja, genau. Das kenne ich auch noch eher, aber. Also ich habe jetzt hier Notensystem, auch Notenlinien oder wie genannt? Ich hätte jetzt gedacht, dass es sowas wie notenzeilennah ist oder so. Ja, ein Notensystem, auch Notenlinien oder Notenzeile, ist eine Gruppe von waagerechten, gleichabständigen und parallelen Linien. Hast du jetzt schön von Google abgelesen. Genau, die in der westlichen Notation der Musik ein Raster für die Notation der Tonhöhe zur Verfügung stellt. Kannst du jetzt noch erklären, was eine Oktave ist? So ein Unterwassertier? Okay. Nein. Du weißt nicht, was eine Oktave ist. Ich, das ist doch irgendwie so hat das nicht was mit Tonhöhe irgendwie zu tun? Genau, so, mit Tonhöhe. Ja, also, genau. Wenn ich jetzt so spreche und eine Oktave höher wäre, dann ungefähr so. Und nochmal eine Oktave höher wäre ungefähr so. Kannst du es noch höher? Ich glaube, für viele Menschen sind 3 Oktaven das Maximum. Stimmt, ja. Es soll, glaube ich, sogar welche geben, die 5 oder 6 Oktaven singen können. Keine Ahnung, wie die das hinkriegen. Ja, das, boah. Schön auf der Box gelandet. Das gibt's auch tatsächlich. Da muss ich jetzt an den Pokédex-Eintrag vom Pummeluff denken. Da drin steht, dass dieses Pokémon ganze 12 verschiedene Oktaven singen kann. Und warum nutzt sie es nicht? Die macht doch immer nur dasselbe. Keine Ahnung. Vor allem 12 Oktaven, wie soll das gehen? Das Vieh hat doch schon so eine hohe Stimme. Ja, kannst du ja auch mal von Gebrauch so. Pummeluff! Oh, das war ein Problem. Ich bin noch gar nicht hier auf die Strecke eingegangen. Das ist eine Strecke aus Mario Kart 7. Streckig. Ist streckig. Sehr streckig. Ja. Ach ja, Mario Kart 7, das große Mario Kart 7-Thema. Ich hab's nie gespielt. So. Ja. Du hattest ja so eine Aussage gedroppt, dass das angeblich für viele allgemein das beste Mario Kart sein soll. Ich hab es echt oft gehört von manchen tatsächlich. Also, vielleicht sollte ich aber auch nicht so viele YouTube-Kommentare lesen, weil egal von was für dem Gameplay, Game du dir Video-Footage irgendwie anguckst, es steht immer mindestens einer in den Kommentaren, der sagt, oh, das ist mein liebstes Spiel ever. Selbst wenn es der größte Scheiß ist. Ja. Superman 64, mein liebstes Spiel ever. Sowas, genau.
Also Mario Kart 7 war definitiv kein schlechtes Spiel. Es war eins der besseren Mario Karts auf jeden Fall. Aber ich würde mal stark behaupten, das aktuell beste Mario Kart ist immer noch Mario Kart 8 bzw. Mario Kart 8 Deluxe. Man sieht es ja an den Verkaufszahlen. Ich hatte übrigens behauptet, dass ich, glaube ich, noch nie einen Handheld-Rennspiel gespielt hatte. Bei der letzten Aufnahme. Muss ich revidieren. Ich habe natürlich das großartige F-Zero Maximum Velocity gespielt. Das hatte ich gespielt. Also zwar nur auf dem Emulator, also auch nicht auf dem Handheld, wenn man so will, aber... Also tatsächlich so richtig auf dem Handheld habe ich noch keins gespielt. Das stimmt tatsächlich, aber... Aber wenn man Emulator zählt, dann habe ich zumindest Maximum Velocity gespielt. Das war eigentlich ganz cool. Hast du auch nicht mal Mario Kart Super Circuit gespielt? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, das war doch schon DS, oder? Nee, Moment, ja. Das war auch Advance. Das war Game Boy Advance, genau. Das war Advance, genau. Aber das, glaube ich, habe ich nicht gespielt. Vielleicht aber auch, weil mich zu sehr an Double Dash erinnert hat. Ich mochte Double Dash tatsächlich gar nicht so. Ich weiß auch nicht. Ist vielleicht ein bisschen speziell, ja, aber ich finde jetzt auch nicht, dass Double Dash jetzt schlecht war oder so. Nein, war vielleicht ein bisschen speziell. Es gibt kein schlechtes Mario Kart, glaube ich. Aber höchstens Mario Kart Tour, aber das zähle ich nicht wirklich dazu. Ja, selbst das hatte, glaube ich, eine treue Fangemeinde eine Zeit lang. Eine Zeit lang, keine Ahnung, ob das noch intensiv gespielt wird. Ich glaube, Super Mario Run spielt heute auch keiner mehr, also von daher... Nee, ich glaube ich auch nicht. So, wir sind hier an einer gruseligen Strecke hier. Ja, so gruselig, dass wir auch... Ja, da wollte ich was... Was wolltest du da zeigen? Genau, ich erinnere mich. Ich erinnere mich wieder. Jedes Mal, wenn ich in dieser verdammten Aufnahmesession irgendwas zeigen wollte, meinte das Spiel, ich knall dir jetzt so ein Item in den Arsch rein. In den Arsch ist nicht gut, ne. Gott, also hier werde ich gerade gemario-kartet. Was war denn da los? Da bist du richtig, also gewombo-kombot worden hier, der Wahnsinn. Also das werden wir, denke ich, wenn ich mich richtig erinnere, auf jeden Fall noch öfters sehen, dass wenn ich was zeigen wollte, dass ich immer irgendwie ein Item in die Fresse bekommen habe. Tja. Wie habe ich diese Strecke genannt? Piraten, Geister, Lagune oder irgendwie so? Piratenlagune, ich wollte immer noch, dass es ein Pirate Lagune ist. Ja, genau. Ah, gut, dass du sagst, Diddy Kong Racing, genau, stimmt. Ich glaube, jetzt bei der Aufnahme hätte ich es wahrscheinlich vergessen, wenn du es nicht gesagt hättest. Ich wollte das ja einfügen. Ja! Ich war ja erst so mehr oder weniger dagegen, aber ich dachte mir, ja komm, der Rüdiger, das ist so ein lieber und netter Kerl. Dem muss ich einfach mal diesen Wunsch erfüllen. Da war noch so ein Gefängnis, ja. Das ist so lieb. Achso, ja, links, ja, genau, da war das Gefängnis. Ah. Da haben wir, glaube ich, gesagt, dass du da in dem Gefängnis warst und dass du da ausgebrochen bist. Ja, richtig. Ja. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das habe ich gemacht. Bin einfach zu dick für die Zelle geworden und dann ist sie halt geplatzt. Warum bist du in den Knast gekommen? Wieder zu viele Paschs gewürfelt beim Monopoly oder was? Ja, richtig, das war der Grund. Das war der Grund. Ja, Weihnachtsspecial hier bei Keanu. Naja. Erstmal noch Schleichwerbung machen für den. Damit er mal ein paar Zuschauer bekommt. Ja, das wird Zeit. Also. Es ist schade, wie arg das runtergegangen ist, aber es ist natürlich eine mordslange Zeit, die wir jetzt schon dabei sind. Also von daher. Ja, klar. Ihr seid ja vor allem länger dabei als ich. Ja. Also wäre ich jetzt ein reiner Zuschauer, ich wüsste auch nicht, ob ich mir jetzt 15 Jahre am Stück Let's Plays geben soll, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe ja eigentlich vor Jahren mehr oder weniger schon aufgehört, Let's Plays zu schauen. Da haben wir wieder das Phänomen gehabt. Ich wollte nochmal das Loch zeigen, aus dem Rüdiger ausgebrochen ist und zack, roter Panzer. Was mir noch als ich das bearbeiten wollte, aufgefallen ist, ich glaube da links, wo wir jetzt über das Wasser gesprungen sind, ich glaube, da hat so eine Haiflosse aus dem Wasser rausgeragt. Ah, ist mir gar nicht aufgefallen. Auch jetzt nicht, also. Ich glaube, wir müssen es noch ein viertes Mal aufnehmen, dann fällt es ja vielleicht auf. Ja, genau, noch ein viertes Mal aufnehmen, da oben. Also, wenn ich das bearbeite, muss ich noch mal genau drauf gucken. Das ist mir vorher noch gar nicht so wirklich aufgefallen. Oh, Volcano Canyon. Das war einer der Strecken, wo ich mir überlegen musste,
Hatte ich die Strecke nicht schon gezeigt? Weil, sind wir mal ehrlich, viele Vulkanlevel, die sehen gleich aus. Ja. Das kann man so sagen. Warum ich das gemacht habe, ich glaube, da hattest du damals gesagt, dass ich schon so viele Punkte jetzt habe, dass ich das eigentlich nicht verlieren konnte. Und da wollte ich wieder so ein bisschen rumalbern. Ach ja, richtig. Und was bekommst du also zum Dankeschön? Direkt ein Bullet Bill, bist wieder Vierter, weißt du? Ah. Sagst du, ja, Bullet Bill ist schon gleich wieder vorne, der Junge. Ja, zwei, voll langweilig, weißt du? Genau wie immer nur Lavastrecken. Na echt so, du editierst einfach 1000 Lavastrecken und nennst sie alle Bowser irgendwas und dann passt es. Das ist halt, aber ich finde die auch alle mehr oder weniger gleich, tatsächlich. Das ist mal ganz cool hier. Nein, was willst du auch groß machen? Gut, Melting Magma Melee, das war schon etwas spezieller, weil du halt so eine Eisbahn hattest in einer Lava-Welt, die auch sehr schwierig gestaltet war. Mittlerweile kann ich die Strecke sehr gut. Mhm. Aber so im Grunde, ja, Lava, dann hast du hier Felsen, auf denen du fährst. Und sieht halt alles gleich aus. Es ist dann, denke ich, wirklich ein bisschen schwierig, da ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Das war gemein. Das war sehr gemein. Das war, da habe ich mich leicht betrogen gefühlt. Das glaube ich. So wie du dich von mir ab und zu betrogen fühlst, ich weiß. Ja. Rudia, du musst dir mal wieder etwas mehr Mühe geben. Ja, du hast recht. Ich habe dir schon lange keine Blumen mehr geschenkt und so. Ich ja. muss da mal wieder ein bisschen aufmerksamer werden, ich weiß. Du könntest mich ja mal wieder zum Essen ausführen. Ja, genau, sowas. Oh, was das war? Das war eine grandiose Aktion. Das war wunderschön. Das war Weehawkisch. Tatsächlich, also das war sehr Weehawkisch. Das war wirklich typisch Weehawk. Ja, ja. Hat Funky Kong da das Bowser-Bike? Ich glaube nicht, oder? Das war dieses Sternen-Bike. Ich glaube ja. Zum Glück, weil sonst wäre Funky Kong jetzt weit vorne. Wir wissen ja, nur Noobs spielen mit Funky Kong auf Bowser-Bike. So ist es. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute ich jetzt gerade beleidigt habe. Vermutlich die das irgendwie noch auf Bestzeiten spielen, aber weil dann hast du ja nur Daisy vielleicht noch höchstens als zweiten Charakter, wo du noch was machen kannst, aber sonst geht ja nur Funky Kong. Warum eigentlich noch Daisy? Ist Daisy auch fast so gut wie Funky Kong oder fast ebenbürtig? Ich denke, dass Funky Kong besser ist, aber Daisy hat wohl auch irgendwie sehr schnelle Bikes oder irgendwie sowas. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, das lag da auch irgendwie daran, dass sie sehr schnell war. Naja, nicht nur Daisy war sehr schnell, sondern wir auch. Einmal mal 60 Punkte abgeräumt. Ja, kann man mal machen. Ja, muss man aber nicht. Funky Kong ist mit 5 Punkten letzter. Warum beschweren sich die Leute eigentlich immer über Funky Kong? Ja, Funky Kong ist scheiße. Also siehst du mal, Funky Kong kann nichts, wenn er sein Bowser-Bike nicht hat. Ja, das stimmt. Wenn er sein Bowser-Bike nicht hat, ist er die absolute Lusche. Na, ist es nicht peinlich, war Luigi? Hier erster Platz Baby, dritter Platz ein Baby, du bist der einzige Erwachsene hier. Einer muss ja aufpassen, ne? Also, er hat ja jetzt Zeit. Ist jetzt der Betreuer hier. Genau. Er hat ja Zeit, das zu machen. Er ist ja nicht in Smash Bros. Dabei. Also. Oh. Das war ein Schlag in die Magengegend. Ja, allerdings. Er hat ja Zeit, er ist ja nicht in Smash Bros. Das war fies. Mhm. Ach, mir tut's schon ein bisschen leid. Irgendwie. Ich hätte Waluigi gern gehabt, auch mal außerhalb von der Helfer-Trophäe. Naja.